Nachdem wir eben irgendwie, keine Ahnung, nichts besonders Dickes irgendwie erlebt haben, sollten wir jetzt mal rumlaufen und uns sinnvolle Beschäftigung suchen. Habe ich mir mal so gedacht. Und ich könnte natürlich auch mal gucken. Ich habe hier ja eigentlich eine Aufgabe, aber die ist so. Ich könnte ja eigentlich mal dahin gehen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Kann man sich bestimmt auch mit lustigen Untoten oder so prügeln. Könnte vielleicht auch laufen, dann ist man schneller da. Stehen wir nicht im Weg rum. So. Schnellreise ist ja mal wieder nicht möglich, weil ich irgendwie. Obwohl, vielleicht sollte ich sicherheitshalber doch mal auf die Landkarte gucken, nicht, dass es zu weit weg ist. Ja, ich denke, das könnten wir schon überstehen, da zu Fuß hinzulaufen. Dann mache ich jetzt halt mal ein Video, in dem ich nur durch die Landschaft laufe. Schön. Muss ich eigentlich hin? In die Richtung grob. Okay. Lalala. Nee. Vielleicht sollte ich erstmal das Stadtgebiet so ein bisschen verlassen. Nicht, dass ich hier so in den Stadtmauern hängen bleibe. Hoffentlich werde ich nicht wieder von irgendwelchen komischen Viechern angefallen. Ich jetzt so spontan nicht so den Bock drauf. Aber die schlafen jetzt, da ist ja Nacht und so. Ich gerade erstmal so ein bisschen gechillt, so ungefähr 2 Stunden oder so. Und ein bisschen Daria geguckt, die gute alte Zeichentricksendungen, die es auf MTV damals noch gab. Damals. Ist eigentlich ganz cool, weil irgendwie. Ja, ich würde auf jeden Fall mal sagen, ihr solltet das auch mal gucken, weil das auf jeden Fall empfehlenswert ist. Eine sehr zynische junge Dame. Und keine Ahnung, die gefällt mir halt. Die hat einen recht ähnlichen Humor, wie ich ihn oft so habe. Von daher. Na. Okay, Laufvideos sind vielleicht nicht so spannend, ich gebe es zu. Warum steht denn hier so eine Kutsche einfach so rum? Da ist auch jemand. Wie sieht der denn aus? No. Was? Okay. Ich weiß, wer es ist, aber ich werde jetzt nicht spoilern und schon alles verraten. Auf jeden Fall, er kommt psychopathisch rüber und er ist auch relativ psychopathisch, also kriegt man jetzt schon nicht den falschen. He has tools. Kriegt man jetzt nicht den falschen Eindruck von ihm, der ist schon ziemlich ein Spinner, der Typ. Gleamy shiny coin. Schön. Nee, auf J wollte ich gehen. Das hier ausmachen und das anmachen. Und dann gucken, wo diese Farm ist. Ja, man muss bei dem immer aufpassen, dass er einem nicht ein Messer in den Rücken rammt oder so. Hust, hust.
Scheint vielleicht auch schon gleich dieses Haus hier. Ja. Kriegen wir hin. Der schläft, der wird sich freuen. Hallo? Und? Problem mit Narren? Ja, seine Mutter. Richtig. Bla. You know you should help him. Okay, das war einfach. Dann gehen wir wieder zurück. Ach Gott, ich bin so hilfsbereit, ne? Ist ja unglaublich. Hallo? Ja, kriege ich jetzt Geld? 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 Oh, Strange. Oh, ja, schön. Nein, die ist tot, die dankt mir bestimmt nicht mehr. Was habe ich jetzt bekommen? 250. Sonst noch was? Schön. Ja, so viel dazu. Folgen wir dem alten Plan und laufen dahin. Ich werde es wohl wahrscheinlich nicht bis ganz dahin schaffen, innerhalb von dem engen Zeitrahmen, der mir hier gesteckt ist. Da war ein roter Punkt. Ah. Ja, wie man sieht, sind diese Stahldolche deutlich effektiver als... Alter! Ja, das hast du davon, du. Natürlich, der Wolf hat Gold dabei. Ah, deine Mutter. Wurde bestimmt von Midas gestreichelt. Jetzt ist meine Ausdauer schon wieder alle. Gut, es ist anstrengend. Hier ist schon wieder dramatische Musik. Oh, ich hasse dich, geh sterben. Ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen... Ach so, ich habe ja keine Ausdauer. Jetzt weiß ich auch, wofür Ausdauer gut ist. Damit man stärker, oh mein Gott, stärker Potions trinken kann. Gott, ich bin schon wieder so hektisch, das geht ja mal gar nicht. E für Essen.
Okay. Gott, das war ja voll die Killerspinne hier. Vielleicht sollte ich doch nicht so viel rennen. Irgendwie war das ein bisschen, das hätte etwas ins Auge gehen können mit der Spinne gerade. Ja, aber so ein bisschen rennen kann schon sein. Okay, das reicht erstmal. Oh, hier sind wieder Menschen. Guten Tag. Ich werde euch jetzt nicht anquatschen, habe ich keine Lust drauf. Wie weit ist es denn noch? Ja, es wäre schön, wenn ich wenigstens noch bis dahin komme, dann kann man das nächste Mal gleich so richtig zum okay, das ist irgendwo da oben. Dann hoffe ich, dass es mal hier gleich so eine Kreuzung gibt oder sowas. Was ist denn das da? Ich sollte mich nicht immer so leicht ablenken lassen. Kätzchen. Schön. Ah, hier ist so ein Kreuzungsanzeiger. Und hier kann man scheinbar hoch. Wehe, du greifst mich an. Oh. Und es ist auch noch ein Vampir. Verdammte Scheiße nochmal. Okay, ich ergreife die Flucht. Ich flüchte da unten einfach mal in das Haus, was da ist. Und wenn ich das gemacht habe, scheint ziemlich aufdringlich zu sein. Die ist mir immer noch in der Fersen. Auf der Fersen. Wenn ich gleich auf jeden Fall im Haus da bin, dann werde ich meine Fresse nochmal. Ja, meistens lassen die sich auch abwimmeln, wenn man irgendwie ganz spontan irgendwie um irgendwelche Ecken Nightgate in. So, und akkurat hier mache ich jetzt mal Pause.